Ich hätte auch gern Schlitten. Auch Ja, ich keine. auch. Wir haben nur, wie gesagt, nur Senior einen. Nee, ich hab auch keinen. Das ist auch ein Kein Wildwasserschlitten. Schildkröten-Ding. Ich komme ja auch nicht runter, so einfach. Sini, du gehst einfach mal weiter vor und wenn wir gleich runterfallen, musst du uns einfach aufheben, ja? Ja, ich versuche mal hier irgendwie aus dem Wasser rauszukommen, okay? Weil ich kann nämlich nicht aufstehen. Warum nicht? Ja, Hilfe! Ja? Sini, du müsstest umdrehen, glaube ich. Ich glaube, Ich Lena kann ist. ja nicht aus dem Wasser raus! Bist du da jetzt Ja, ich runtergesprungen? bin da runtergefallen. Ich habe die Lücke nicht gesehen. Oh, ich komme. Da komme ich ja jetzt auch nicht hin. Ne, es sollte einen anderen Punkt Alles geben, wo ihr gut, da ich bin runter auf dem könnt. Weg. Nee, ich weiß nicht, ob du da hin kannst überhaupt. Kommen wir ja nicht hin, Alter. Doch, da rechts kannst du doch weiter runterglitschen. Da, ja. Kriegst du Dort Lena, kannst. Leon, oder? Na, keine Dort Ahnung. kannst Ich du bin locker wahrscheinlich runter gleich ohne. tot. Weil ich habe einen Weg gefunden, wo ich hier runterkomme, ohne mich zu verletzen. Oh. Na, nee, geht. Okay, gut. Dann Kommst du kann zu ich. Lena? Ja. Gut, dann kann ich hier runter, ohne mir weh zu tun. Danke. Mochaschau. Ja, mein Problem war, ich bin irgendwie vom Ja, Schnee das ins ist Wasser sehr krumm. gerutscht. Der Berg hat einfach keine Textur Ja, hier. der Berg hat hier keine Da kann man Textur. runter Da durch, kann also da man, kann man. ja, da kann sich reingletschen in den Mach Berg. das lieber mal nicht. Nee, 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 nee. nee. Hier ist schon wieder ein Berg. Wie kommen wir jetzt zu dir Ah, runter, das ist Sinni? Otto. Hi, Otto. Ich bin einfach fürs runtergefahren. Ja, wie kommen wir denn zu dir runter? Aber hier ist ja schon wieder eine Klippe. Wir schaffen das schon. Hier kommt man aber runter. Ja, ich komme auch hier einfach. Ich kann hier einfach zu Cindy laufen. Okay, dann muss ich immer zu Hi. euch. Spring runter. Hier, da ist einfach straight ein Weg runter. Wenn du es schaffst, nach ganz Hinter unten zu euch ist springen, kann ich einer, dich hier gell? direkt. Ja. Ja, lass ihn da rumsneaken. Na, ist gut, Das ich hab Problem keinen ist, Schaden ich bin hier bekommen. runter und Okay. bin dann da ins Wasser und habe dann eine Wildwasserbahn gemacht, konnte aber nicht aufstehen. Links von uns da noch einer. Ja, der hat da gerade ein paar Purzelbäume den Berg Die runter haben noch gemacht. den Spawn erhöht von denen. Kann mir Ja, doch keiner irgendwie, ne? erzählen. Du kannst dich ja keinen Meter mehr bewegen. Ist Weiter halt links unglaublich am überbevölkert, diese Insel. Strand von uns ist wieder so ein grüner Punkt übrigens. Wenn ich Echt? Ach, hier. da, ja. Oh Sehe ja, ich stimmt. gerade. Na, da hinten. Na, können wir doch mal in die Richtung gehen, oder? Ja, einfach den Strand entlang dann. Ja, vor uns ist eigentlich auch schon wieder, deswegen wechsle ich gerade mal die Seite. Warum braucht eigentlich jedes elektronische Zeug, was man benutzt, Batterien, außer diese beschissene Karte? Ich Die könnte ist mir solarbetrieben. Ja. Vorstellen, dass mit der Solarenergie sie jetzt irgendwie auch so Auflader mit reinbringen, dass man halt, wenn man die Batterien leer Ja. sind, die ganzen Sachen halt irgendwie dann Nö, ich hab die einfach in die Natur geschmissen. in der Basis Wenn halt die leer aufladen waren. kann oder so. Keine Ahnung. Leute, Ich laufe nehmt ihr aber mich mal auch erst mit? zum Strand und Was guck denn, dann, Sini? lauf dann den Strand ab. Nehmt ihr mich auch mit? Ja, beeil dich mal. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe nicht kein Energy mehr und ich habe keine Energie mehr. Wollen wir nochmal pennen gehen oder was? Ich verstehe nicht so ganz, wie jetzt unser Problem sein soll, Sini. Hier ist ein Camp. Hier sind zwei Camps. Nice. Gut. Ja, Blut. Eins, zwei, Oh, Kunden. drei. Also drei sind für mich gespawnt, aber es sind glaube ich noch mehr, die ich Ja, gerade nicht direkt hinter sehe. mir war so ein großer, der mir seine Waffe mal zeigen wollte. Seinen dicken Schwengel. Okay, Lena. Ich dachte, er wollte den echten Hasen mal zeigen. Er hat halt seinen Knüppel so nach vorne gestreckt und war so, ey, guck dir das Ding. Ja? Größe ist nicht alles, Kinder. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt, dann ist das sehr enttäuschend. Nicht essen, Oh nicht Gott. essen. Oh Gott. Okay. Ich muss hier weg. Oh mein Ja, genau Gott. so einer. Siehst du, der wollte dir jetzt dir seinen Knüppel zeigen. Hier habe ich keinen Bedarf dran. Danke. Das ist, glaube ich, bei denen so ein Balzritual. Ja, nee. Du musst auch respektvoll sein gegenüber anderen Kulturen, ja? Genau, steck ihn Warum ist denn einfach hin. da ist schon wieder so ein scheiß Lager am Strand? Was ist denn mit denen los? Die mögen den Strand wohl sehr. Kann es sein, dass während wir auf dem Berg waren, die Jahreszeiten gewechselt sind und wir jetzt einfach Winter haben? Das ist möglich, Möglich. ja. Ja, sieht auf jeden Fall danach Weil wir aus. sind eigentlich nicht mehr so hoch, dass hier auch Schnee sein sollte. Ich weiß nicht, was du meinst, Lena. Lena, wo siehst denn du Schnee? Echt so. Lena, hast du denn eigentlich Grafikeinstellungen? Kannst du die bitte mal hochstellen? Sehe nur haufenweise Kokain. Das mal Okay. trinken. Was denn? Ja. Was tut ihr jetzt eigentlich What mir schon wieder? the fuck? Wo Was bist macht du ihr denn? Schweine mit mir? Nix, 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 nix.
Warte mal, kannst du, während du auf Nolan hockst, jetzt auch ins Inventar gehen und dann können wir so einen Turm bauen? Oh, echt? Ja. Wir können das gerne mal mit dir ausprobieren, komm mal her. Ja, aber war es nicht so, dass er irgendwann nur ins Inventar, also dass er durch den Boden... Oh nee, lass mal lieber nicht. Lass mal. Nee, jetzt komm ich auch nicht mehr mach hoch. Mal nicht. Seid ihr auf mir? Nein, ich möchte nicht runterfallen. Warte mal, ich muss einmal auf Lena drauf. Ich komme nicht auf Lena drauf. So, Moment. Ich bin halt nicht so einfach. Moment. Nee, da komm ich nicht hoch. Moment. Kommst du da hoch, wenn ich mich hier hinstelle mit einem Inventar? Oh Gott, Alter. Ist dann so eine Leiter bauen oder was? Ja, ja. Auf dich komme ich überhaupt nicht drauf. Okay. Müsste ich nicht eigentlich derjenige sein, der hochhilft, damit ich das auch im Stream habe? So also sieht das also halt keiner. Ich kann jetzt nichts sagen mehr, aber bei dir kommt man gar nicht drauf. Auf jeden Fall einfach durch. Ja. Auf mich so. Oder wir machen das mal anders. Ich stelle mich mal hier hin. Und jetzt versuchst du hochzukommen. Leon, geh mal auf Sini rauf. Und Lena, du gehst mal aus dem Inventar raus, bitte. Das klingt so falsch. Das geht tatsächlich auch nicht. Geht nicht. Lena, zeig bitte Lea mal, wie man eine Frau besteigt. Oh, doch, jetzt. Jetzt bin ich runtergerutscht, Leute. Zeig bitte mal deinem Freund, wie man eine Frau richtig besteigt. Er kann das anscheinend nicht. Ja, das ist halt. Das sieht halt auch gar nicht so einfach aus. Was ist denn das für eine komische Hitbox, Alter? Die Hitbox, das Problem. Jetzt ins Inventarshot. Ah, du. Nee, du. Oh mein Gott, du rutscht aber nach unten. Ja, wir lassen uns jetzt mal, bevor wir wieder irgendwie unterhalb der Map haben, bitte. Ah, es gibt schon. Ich meine, immerhin sind wir direkt in der Nähe vom Meer. Da braucht man nicht so lange, um wieder aus der Map rauszukommen. Ja, außer die haben es rausgepatcht. Dann haben wir halt ein Problem, ne? Das wäre so typisch Endnight, wenn sie das rauspatchen würden, aber nicht rauspatchen würden, dass man durchglitschen kann. Ich glaube, das kann man nicht rausglitschen. Was ist das rechts von uns da am Strand? Diese Meeren, diese Baumstämme oder ist das da? Eindeutig ein Taucher. Sollen wir erst dahin und dann zum grünen Punkt? Ja. Okay. Vor allem dieser Schnee ist so unfassbar hell. Ich sehe nichts. Ja. Hast du noch nie was von Schneeblindheit gehört? Eigentlich nicht. Kann er nicht sehen, er ist blind. Nee, dass man actually durch zu viel Schnee... Dass die Augen so extrem überlastet. Sini, das sehe ich nicht, was du mir gerade erzählst. Warum sind denn hier diese 50.000 Golfkarts, Alter? Was ist denn hier falsch mit den Leuten? Da war eine C4-Ladung drin, alles klar. Ja. Einfach mal draufhauen. Hier kann ein Hubschrauber landen. Paper-Target. Alter, hier ist doch 1 Million die Ausrüstung, oder? Kannst du mir erzählen, was du willst. Drucker. Energy Drinks. Wo? Geil. Vorne. Hier in den Kisten. Lauf schneller. Okay, das hab ich jetzt hier alles gelootet. Also einmal zur anderen Plattform. Eine Tauchausrüstung. Ich wünschte wirklich, dass wir später irgendwie noch Batterien, braucht jemand? Dass wir später einfach so ein funktionierendes Golfkart finden, dass wir überall rumgolfen können. War das eine... Oder rumkarten was, können. Paper, was? War da eine Zielscheibe gerade gefunden? Eher Papierzielscheibe. Wahrscheinlich zum Aufhängen, I guess. Ja, als Deko zum... Und dann kann man Schießübungen machen, I guess. Okay, ist wieder nur Draht und Seilrutschenseil gefunden. Oh, da Solarpanel gefunden. Oh. Ach, okay. Interesting. Lass mich raten, diese Stelle hier kam erst im letzten Patch rein. Ich? Ja, da, mit dem Solarpanel, der kam ja jetzt erst durch den Patch rein. Ich habe eine Glühbirne gefunden. Oh, mein Inventar frisst einfach mal. Ja, warum finden wir denn das neue Zeug zuerst, aber diese beschissene Tauchausrüstung nicht? Tja, keine Ahnung. Oh, ich kann keine Medizin mehr tragen. Zeit für mich, Medizin zu nehmen. Oh, ein Bohrer. Was? Ein Bohrer. Kann man den mitnehmen? Der Akkuschrauber. Nee, leider nicht. Der ist nur Deko. Na, verdammt. Ich hätte gerne Nagelpistole. Ich möchte gerne alle Gegner nageln. Braucht noch jemand Batterien? Nein. Nee. Und Batterien? Nee. Aber hast du was mit Batterien? Hast du Batterien? Batterien hätte ich auch. Okay, Batterien würde ich ein paar nehmen, aber nur Batterien. Die nicht vibrieren, ist mir egal. So. Oh, die Batterien selber vibrierenden. Also wenn die Batterien selber vibrieren, ist das. Egal, Hauptsache das bewegt sich. Jedes Molekül? Toxische Angelegenheit. Ich hab das letztens angefangen, im Raid zu singen und das kannten die nicht. Wie, die kannten das nicht? Die kannten
das nicht. Mein Herz, nein, nicht das, Sinni. Das andere Lied, mein Herz tanzt. Ja, jedes Molekül Tanz der Moleküle. Ach, das ist das schon wieder für ein Bunker? Was? Das ist wirklich, das ist ein Bunker. Oh, bitte sag mir nicht, man braucht hier eine Schlüsselkarte, dann mache ich jetzt Alt F4. Ja, nee, du kannst, was ist das hier? Das ist eine Schlüsselkarte. Ich habe eine Leiterplatte gefunden. Nee, eine Leiterplatte. Und dann sage ich es euch nicht. Kommt man da rein, Sinni? Ja. Mit einer scheiß Karte. Mit einer Schlüsselkarte. Ach komm, Alter. Aber dann muss das erst Circular Board hier erst, also den Dings hier erst reparieren oder was? Den Scanner? Wie das denn? Ich kann da nichts anklicken. Ich auch nicht. Ja, man hat das Circular Board ja gerade mitgenommen. Aber. Ach nee, Circular Board ist einfach nur ein Crafting Material. Ich wollte gerade sagen, ja, damit kann man Bomben machen und sowas. Aber wo hält man dann die scheiß Karte ran? Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich weiß, dass ich hier schon mal drin war. Drüber irgendwas? Nö. Drüber irgendwas. Warum ist denn alles abgeschlossen? Ja, Datenschutz und so. Ja, wirklich so. Das liegt alles am Datenschutz. Das ist ne? Die neue DSGVO. Vorher war das Spiel überall offen, aber dann kam die neue DSGVO und alles änderte sich. Jede Tür zu, ey. Schlüsselkarten wurden alle vernichtet. Alle durch. Aber wer ist er denn hier eigentlich? Hallo, was geht? Was? Hi. Hör auf mich. Ich werde auch irgendwie nicht trocken. Seid ihr auch die ganze Zeit nass? Das war eine ernst gemeinte Frage. Es schneit ja auch. Soll ich dich mal anzünden, Lena? Kennt ihr Little Britain? Ja. Die Dame, die ständig pinkelt, das musste ich mir gerade von Lena vorstellen. Alter, warum kommt hier? Pinkelt. Was? Hier ist eine Hand, Alter. Was? Hier ist eine Hand. Ja, stimmt. Die da aus dem Dings kommt. Alter, ich sehe nichts, weil ihr einfach so fett seid. Geht mal weg, Mann. Oh, Entschuldigung. Man schiebt dich einfach durch die Tür. Die ist doch eindeutig, die ist doch offen. Oh, ich hab eine Idee, Ja. Oh, und das müssen wir nach oben machen, Sinni, oder? Damit man von oben reinquetscht. Aber ja? Das hilft ja auch nichts, weil derjenige von drin ja auch nicht aufmachen kann, oder? Oh, Leute. Weiß ich nicht. Guckst du halt gerade rein, Leon? Mhm. So ein bisschen, aber du kannst halt nicht aus dem Inventar rausgucken. Nee, nicht so, also. Es ist Schnee dahinter bei dir, also ich glaube, das ist nicht ganz legit. Also, wenn man das Inventar in der Tür öffnet, ist einfach alles weiß. Ja gut, dann müssen wir halt weiter. Leon, ich würde da jetzt weggehen. Sinni, geht das denn? Weiß nicht. Boah, give it a try. Du willst das aufbringen? Ich bin für alles offen. Ja, das, ja. Ist da irgendwas passiert? Nee. Ich habe nicht mal was gehört. Hä? Ah, jetzt. Das ist aber, dass der hinter uns explodiert. Ja, nee, Sinni, lass das mal. Das ist ja nur Ressourcenverschwendung. Ja. Wir können ja einmal rumrennen, vielleicht gibt es einen anderen Eingang oder so, aber ansonsten, weil da gibt es ja keine Schaltfläche von wegen, dass du da die Karte dranhalten kannst. Deswegen glaube ich nicht, dass man mit Karte hier rein muss. Also wir sind da, glaube ich, mit Karte rein, aber es kann auch sein, dass es jetzt seit neuestem so ist, dass du quasi vorherigen hier Sachen sind haben übrigens musst. Gräber. Die man alle aufschaufeln könnte, wenn man eine Schaufel... Verpiss dich mit dieser Scheißschaufel und mit dieser beschissenen Taucherausrüstung. Punkt. Ich google gleich, wo man diese scheiß Taucherausrüstung und die Schaufel herkriegt. Wahrscheinlich könnte man entweder vorhin die Schlüsselkarte nutzen, um reinzukommen, hier eine Treppe aufschaufeln, reinzukommen, oder den kleinen Zug vor den Teich runtertauchen. Ey, du kannst Sons of the Forest durchspielen mit einer Schaufel und einer Schlüsselkarte und einer Taucherausrüstung. Schlüsselkarte? Die Schlüsselkarte. Ist da Müsli drin, oder was? Ich finde schön, dass Virginia uns mittlerweile mal wieder gefunden hat, wenn du auf die Map guckst. Ha. Ja, rennen wir am Strand weiter. Nein, das Körper ist depressiv. Leon, du kannst auch mit uns reden. Du musst nicht über Leon mit uns reden. Ja, ich habe eine Map aufgemacht. Aber eine, die nicht spoilert tatsächlich. Nur eine Locations von den Höhlen hat und die Schaufel und
dass. Wow, hier wo die wir sind, ist, hier, wo wir sind ist richtig viel hier auf ist gar der Karte. Nichts. Wo wir hier sind, hier ist nichts. Entschuldigung. Nehmen Sie spitze Gegenstände, da ist mein Blut jetzt dran, ne? Das ist. Du klaust meine Daten. Nein. Hol die Schlagstange raus. Oh, Lina, der hat mich gehauen. Nein. Das war die Batterie in dem Elektroschock. War die Batterie? Die hat ein Eigenleben. Eigentlich bin ich dagegen, schon so früh nachzugucken, aber gut, wo müssen wir hin? Ja, ich hatte halt keinen Bock mehr. Ich laufe jetzt. Wir laufen eine Weile. Wir sind nämlich echt weit weg. Oh, Granaten! Okay. Oh Gott, nein. Wir können einfach mal hier am Strand entlang. Keine Kunden oder so, vielleicht finden wir aber schon. Oh, Cindy! Behalt doch das aber Zeug! Aber bis zu der Höhle, wo die Tauchausrüstung drin ist, dauert es noch ein bisschen. Oh oh! Weg! Was? Oh, hör doch auf, das auf uns zu ver. Was ist denn diese Frau? Cindy, hast du konvertiert so? Und bist sehr islamistisch geworden? Stehst du jetzt auch auf Fleisch oder was? Auf Menschenfleisch? Oh Gott! Oh nee. Au! Kann ich eigentlich irgendwas. Könntest du aufhören, meinen Freund zu bombardieren? Ich brauch den noch. Tut mir leid! Ich wollte eigentlich nur auf 1 wechseln, aber es hat mich nicht gelassen und dann habe ich immer panisch gedrückt. Hab ich eigentlich irgendwas? Gott, das war bloß. Hey, wo kommt denn jetzt Virginia her? Fucking hell! Vor allem, die gibt mal richtig Gummi hier, guck mal! Kann ich eigentlich irgendwas hier auf die W-Taste legen, damit ich nicht mehr drücken muss? ätzend hier. Lena? Hast du noch eine Fackel in der Hand oder bist du nur ein heißes Teil? Was legt sie denn hier für Tempo zu, Alter? Guck, die will auf jeden Fall zu Nolan mit 250. Hey, Mädchen, hier ist 200. Tempolimit. Ich laufe mal weiter, ne? Ja. Läuft sie immer noch mehr hinterher? Sehr schnell aber mit sogar. Vollgas. Ich habe keine Ausdauer mehr, verdammt. Ja, da wirst du gleich eigentlich. Die bringt dich um mit der Waffe, mit der gezogenen Waffe nach oben. Die hat was vor. Wahrscheinlich rennt von uns in Häuser. Ich habe keine Muni mehr. Können wir doch mal reingucken. Ja, jetzt hätten wir ein paar Granaten, ne? Warte mal, lass mal kurz mit denen hier rankommen. Ja, jetzt wir haben Granaten. Jetzt will sie nicht mehr. Jetzt kannst du mir Arsch lecken. Virginia, Schätzeleinchen. Dann fliegt dieser Vogel durch die. Okay, Sinni. Wollen Virginia und du so alleine sein? Wollt ihr irgendwie später eine eigene Hütte bei euch haben oder so? Nee, immer mit den drei Händen hat die bestimmt einiges drauf. Ja, also. Da muss ich mancher Mann erstmal ein. Das ist aber auch nicht, Leute. Ich finde gut, dass du den Satz einfach nicht zu Ende gebracht hast. Ich hätte dich auch darum gebeten, einfach nicht zu Ende zu bringen. Hier ist einfach nur Stoff. Hier sind ja auch nur Holzhütten. Und Stoff. Oh, das ist so. Ich habe irgendwas lachen gehört, kann das sein? Hier sind Pfeile, Armbrustbolzen und noch mehr Stoff. Was sind die Entwickler eigentlich so geil auf Stoff? Meine Fresse. Ja gut. Bei der Entwicklung des Spiels wurde ziemlich viel Stoff. Hier ist ein Schädel. Ah, ich kann Schädel aus einer geschlossenen Truhe rausholen. Gut, ja, nein, warum nicht? Das ist ja. Braucht jemand einen Sessel? Nö. Hier sind ein paar, also es könnte jeder einen mitnehmen. Aber ich würde zu den Hütten halt schon sagen, 800 Euro warm, ne? Vor allem bei mir geht gerade die Sonne im Berg unter. Achso, er ist. Dankeschön, Schatz. Ah ja, die leuchtet aus dem Berg raus, ne? Ja, eben. Also, die sind voll möbliert, ne? Die kosten ein bisschen mehr als 800 Euro. Ja, machst du 1-2. Hallo, Virginia. Kalt. Links von uns ist ein grünes Ding, was leuchtet. Sollen wir es ignorieren, oder? Da brauchen wir doch eh wieder eine Schaufel. Können wir hin, aber wahrscheinlich braucht man da eine Schaufel. Du bist diejenige mit der Karte offen? Ich habe, wie gesagt, nur die Karte, die mir zeigt, zu welchen Höhlen, wo die Höhle für die Taucherausrüstung und für die Schaufel ist. Ansonsten habe ich keine Infos über die Map. Okay. Ey, was packt doch nicht die Fackel? Also wir können da gerne hin. Ja, lass uns mal da hin. Wenn man da jetzt eine Schaufel braucht, ne? Dann ist das so. Tatsächlich ist dieser Punkt auf dem Weg zu der Höhle, zu der wir müssen. Also
muss wirklich dieses Ding weiter rausholen. Ich kann mir das gar nicht mehr merken, wofür wir eine Schaufel, eine Schlüsselkarte und Nee, die meisten Punkte, wo wir es brauchten, waren ja wirklich die Leuchtepunkte, diese grünen Punkte. Und die verschwinden ja wirklich erst, wenn wir das erledigt haben. Also das ist ja... So anstrengend mit uns, Cindy, ich weiß. Ja. Mit der einen von den beiden mache ich das seit 10 Jahren. Nee, ich war heute einkaufen und das war ich. Ja, man geht auch vor den Feiertagen einkaufen, nicht mittendrin. Bin ich ja, aber ich habe meinen Freund versprochen, ich mache ihm morgen den Maulwurfstorte. Oh, geil. Ich habe dummerweise die Bananen dafür vergessen. Boah. Mano, in diesen Momenten hasse ich meine ganzen Unverträglichkeiten wieder. Hab ich früher auch super gerne gegessen. Kann man doch auch sicherlich machen ohne. Ja, wobei, wenn du auf Bananen allergisch bist, dann. Ohne. Ja, ja. Ohne Bananen, ohne alles Tierische, dann bleibt nicht mehr so viel. Naja. Einfach nur noch ein bisschen Mehl. Naja. Ja, das wird dann vor allen Dingen auch noch Dinkelmehl sein, ne? Das kommt auch noch mit dazu. Eiersatz. Und, ich sehe einfach nichts. Es ist halt echt hell. Mehl, ne? Ist grundsätzlich Veggie. Milch. Ach so. Nicht Mehl. Ich habe echt Veggie-Mehl verstanden, war so. Veggie-Mehl. Veggie-Milch und. Ja, Cindy benutzt eigentlich immer Fleischmehl. Du hast versprochen, du verrätst das nicht. Entschuldigung. Schön Knochenmehl. Fleischmehl, ja, richtig so. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinlaufe. Also ich sehe nichts, aber das ist fein. Aber der Punkt ist rechts von uns, ne? Man sieht auf der Karte mal so beschissen, in welche Richtung ihr. Ja, man sieht das aber. Keinerlei Energie mehr, ich weiß nicht, wo ich bin. Bin einfach straight den Berg hochgesprungen. Ja, Lena, du musst jetzt deine Sexualität nicht in den Satz einbauen. Hörst du dann bitte mal auf? Du hast einfach mal straight in den Berg angesprungen? Ja. Und was, wenn der Berg nicht straight war? Hast du dir darüber Gedanken drüber gemacht? Also ich will nichts sagen, aber die Chancen stehen hoch, dass wir die Schaufel brauchen. Ist das schon wieder Gräber oder was? Nee, das ist ein Feld mit diesen Ausmessungsdingern wieder. Naja, ist ja. Im Golfkart? Felsen und Golfkart. Dann können wir Veggie-Mehl anbauen. Und ich weiß jetzt nicht so ganz, wo genau das Ganze sein. Alter, habe ich mich erschrocken. Da ist ein Gegner. Wir brauchen die Schaufel übrigens hier, weil der Gegner hängt genau über dem Schaufelspot. Naja, ich sehe ihn. Also den Gegner und den Schaufelspot. Ich habe auf den Gegner gehauen, jetzt ist der Gegner weg. Der ist bei Lena. Mäh. Hey. Schaf gefunden, oder was? Nein. Hat eigentlich doch immer irgendjemand von euch Cult of the Lamb gespielt? Ja. So ein geiles Game. So süßes Ich kann Schaf. Euch auch sagen, wo es hier hingeht. zur nächsten Karte. Aber zur nächsten Karte? Schlüsselkarte wahrscheinlich. Zur nächsten Schlüsselkarte führt uns dann da unten der Weg. Ah, schön. Dafür brauchen wir noch die Schaufel. Ja. Ja, nee, warte, du gräbst hier einen ganzen fucking Dings frei, wo du runterklettern kannst? Ja, also das ja, die meisten Sachen zum Freischaufeln, so diese Blinkpunkte, außer das so sind Gräber, Bunker. Sind so Bunker, ja. Ja, eine geil. Bunkerklappe. So wusste ich auch sogar schon. Ja, nee, wo müssen wir denn hin? Bin mir gerade nicht zu 100% sicher, naja, der wo Berg wir ist sind. Da, du musst durch den Berg, wir müssen hinter den Berg. Wir müssen um den Berg, über den Berg, oder? Nein, müssen wir nicht ganz. Ich glaube, wir sind da, circa. Sind irgendwie gestorben? Wir sind exakt wir sind da drauf, darauf zu gucken, wer. Diese Einbuchtung ist da. Die hier. Nein, die hier. Wir sind ich sag ja, wir gucken da drauf zu. Ja. Diese Einbuchtung ist exakt die hier, wo ich gerade drauf gucke. Also, wir müssen da dran vorbei. Oder halt drüber. Ich würde einfach jetzt so laufen. Alter, Kinders, ey. Wir sind halt exakt auf der anderen Seite, also wir sind am Arsch der Welt. Punkt. Ich wusste nicht, dass wir wieso? Wir müssen da oben hin, ne? Hm? Ich dachte zur 3. Nee. Ja, weiß ich doch nicht. Ey, da steht da jetzt. Da steht doch zwei Sachen geeinigt, nicht drei, ne? An der 2 steht er jetzt nicht irgendwie dran, hier ist die Schaufel, Vorsicht. Leon. Leon wird da mit Sicherheit sowieso nicht stehen. Weil Leda so selbstverständlich gesagt hat, hey, wir müssen doch zur 2. Ich so, ach so. Ja, assume doch nicht einfach, sondern frag halt, zu welchem müssen wir denn, Schatz?
Weil du die ganze Zeit so gemeint hast, Berg und so. Und deswegen boah, Alter, entweder geht jetzt Vögeln oder hört auf mit dem Scheiß. Es geht dann auch echt auf den Sack hier. Hey, halt die Fresse. Guck, guck. Wo kommt man hier hoch, Alter? Nein, nein, ich glaub, steig ab. Rechts rum, Lena. Ja, vermutlich. Ja, kommst du auch wieder, Cindy? Mach's gut. Was schön rum, Leon. Da gehen wir hier okay. Einfach wirklich zum Wasser, dann. Ja, irgendwo da Richtung Cindy, die ist da ein bisschen. Ich müsste mal, könnte mal ganz kurz ein Stückchen Pause machen. Ich muss mich echt mal was essen. Ich bin hier am Sterben. Real Life oder In-Game? Nee, also In-Game. Ja, weiß ich ja nicht, ob du jetzt den ganzen Kühlschrank hier reinschieben musst. Nee, ich hau mir noch ein Energy rein und so ein Fertigmehl und dann. Fertigmehl? Ach, fertig. Fertig ist das. Lena, wartest du mal? Cindy ist auch im Inventar. Achso. Boah, ich sieht aus, als wärst du tot gewesen. Letzten zwei Streams hat das so gut funktioniert, dass wir aufeinander warten. Jetzt reißt das schon wieder ein. Ich hab euch so gelobt. Kinders, ey. Ich fahre 3 Meter weit weg. Ja. Und ja. Ich kann nichts dafür. Ich fahre immer so weit, wie der Schlitten halt geht. Ich hab noch nicht so raus, wie ich zwischendrin absteigen kann. Ich weiß nicht mal, ob ich zwischendrin. Achso, Führerschein. Dafür. Um wen zu besteigen, brauchst du noch einen Führerschein? Oh Gott, bin ich alt. Das würde helfen. Ich besteig wen ich will, wann ich. So. Okay. Könnte in manchen Kulturen nicht so gut angenommen werden, Cindy. Ich weiß auch nicht. Egal. Ich gehe mit meinem seit 84 Stunden brennenden Stock durch den Wald. I'm walking on sunshine. Ja. Das ist aber schon sehr, sehr gut. Stell dir mal vor, der Stock bräuchte auch Batterien. Wahrscheinlich brauchen das mal so lange wie der Presse lenkt. Das ist ein E-Stock. Ja. Das ist eine E-Fackel. Achtung, hier geht's ein bisschen runter, nicht sprinten. Kann ich gut? Eh nicht, ich hab keine Energie. Also ich warte jetzt kurz bei hier oben. Ging oh, das? Ja, bisher. Bisher? Ja, bisher. Hm. Bin auch nicht unten. Oh boy. Geht's ja weit runter? Ich weiß. Hui! Oh Gott. Du lebst? Hä? Nein, doch tue ich, lol. Hallo! Ich bin gerade wieder aufgestanden. Hä? Ja, ist ja Ostern. Oh mein Gott. War das nicht mit Ostern wieder auferstehen? OMG. Ich bin da nicht so, ja. Ich bin da nicht so drin im gläubigen Game, aber. Schau nicht. Im religious Game. Könntest du das bitte nochmal sagen? Das ist die Hipster-Aussprache von religiös. Ja, religiös. Weil du ja auch derjenige bist, der von unserem meisten von Hipstern versteht, ne? Absolut gar nichts. Hip kenne ich, dieses komische Babynahrung, das war's. Ja. Mhm. Naja, dann wären Hipster, die Babynahrung essen. Also ergo die Babys. Das passt irgendwie. Ja. Also irgendwie? Okay, ich wusste nicht, dass neuerdings bei Starbucks Babys rein dürfen, aber. Dürfen sie sicherlich. Wollte gerade sagen. Sicher nicht. Ja, sicher doch. Also vielleicht nicht alleine, aber. Babyfeindlich hier, ja, krass. Babyfeindlich. Mit Sicherheit gibt es da irgendwie auch ein Fachwort für. Woo! Babyfeindlichkeit. Shake, shake, shake. Lena, ich weiß, ob es dir aufgefallen ist, aber Cindy steht auf dich. Ja. Können wir weiter? Lena! Ich kann nicht weiter, während Cindy auf mir steht. Ja. Ich kann mich legit nicht bewegen. Du bist überlastet, ich bin zu fett. Ich muss kurz was trinken. Computer sagt nein. Und mal kurz Inventar, meine Fackel wieder rausholen. Wir könnten jetzt beide auf Nolan springen. Wir könnten die einfach mal auf Hotkey legen, diese Fackel. Ja, gut, sie ist heiß, ich weiß, aber. Deswegen muss man sie auf den Hotkey legen, die Fackel. Lena, warum? Lena, warte. Achso. Ja, weil Lena die ganze Zeit links, rechts läuft. Was soll das? Die übt für Fortnite. Ja. Achso, können wir sie nicht einfach nach oben bauen und. Also, wenn du jetzt anfängst, Fortnite zu spielen. Nein, jetzt ist die Fackel aus! Gehe ich in Rente. Freiwillig. Achso, du hast ein Hi. Hi. Bye. Hi. Ist da wirklich ein Hai? Nee. Hab ich fast kleiner Hai. Och nee.
Lena, was tun wir hier? Wieso? Das weiß ich selber nicht. Warum ist denn jetzt die Ausdauer schon wieder leer? Der kann doch nichts, der Waschlappen. Ey. Einmal über die ganze Insel wandern, das ist in Deutschland, ist das vollkommen normal, 10 Kilometer wandern. Und dann wieder zurück. Das will ich sehen, dass du 10 Kilometer wanderst. Und dann wieder zurück. Und dann wieder zurück. Sicher, innerhalb von 2 Stunden. Und ey, einmal hinlegen, wieder umdrehen gilt nicht, Leon, ne? Von wegen mit der Körpergröße zurücklegen.